90 Berufe, die sind sogenannte Mangelberufe. Da kann sich jeder von außerhalb drauf bewerben. Und ich glaube, da machen wir noch nicht genug Propaganda dafür auswärts. Also wir müssten vielleicht nach Afrika gehen, wir müssen nach jetzt auch in die Balkanländer gehen und müssten sagen, passt auf, wenn ihr Arzt, weiß ich nicht, wenn ihr Ingenieur seid, wenn ihr Elektrotechniker seid, das sind alles Berufe, die sind alle Mangelberufe. Können Sie jederzeit legal von außen nach Deutschland kommen? Viele wissen das noch nicht. Wir haben auch die Nachzugsbedingungen für die Familien verbessert. Und das müssen wir auch noch mehr nach außen deutlich machen. Wieder mal eine Nacht mit zu wenig Schlaf, aber am Ende sind die Kanzlerin und ihr Vize offenbar zufrieden mit dem, was der Koalitionsgipfel zu später Stunde beschlossen hat. Etwa, dass bei der Flüchtlingshilfe aufgestockt wird um insgesamt 6 Milliarden Euro, davon 3 Milliarden Euro für die Länder und Kommunen. Wir wissen, dass wir schnell waren, als es darum ging, Banken zu retten. Und ich finde, wir müssen jetzt genauso schnell sein, wenn es darum geht, die notwendigen Maßnahmen zu treffen, damit Kommunen, Länder entlastet werden und die richtigen Rahmenbedingungen bekommen, um diese Herausforderung zu bewältigen. Der einfache Bürger kämpft um das Überleben, während die Profiteure, die reiche Oberschicht, sich nicht um uns kümmern, schrieb mir vor kurzem eine 31-jährige Hochschulabsolventin, die heute bei Air Berlin als Flugbegleiterin arbeitet und selbst um diesen Job jetzt bangen muss. Wo ist denn die Lebensqualität geblieben, die jedem Menschen zusteht, fragt sie in ihrer Mail. Anstatt das Leben zu genießen, ist man ständig darauf bedacht, seine Arbeit nicht zu verlieren, denn in diesem heutigen Deutschland gibt es keine Garantien und keine Sicherheiten mehr. Soweit eine junge 31-jährige Frau, die ein Hochschulstudium absolviert hat. Und ein mittelständischer Unternehmer schildert mir in einer Mail, wie ihm große Konzerne unter Ausnutzung ihrer Marktmacht die Luft zum Atmen nehmen. Er schreibt, als Kind italienischer Einwanderer bin ich hier geboren und aufgewachsen, habe also Deutschland in einer Zeit erlebt, als noch alles möglich war mit ehrlicher Arbeit. Heute ist das anders. In einem konzerngesteuerten Land, wie wir es heute haben, gibt es keine Demokratie. Wie erklären Sie das? Das ist das Zitat aus der Mail eines Bürgers. Ich muss sagen, wie Sie reagieren, wenn man hier Stimmen von Bürgerinnen und Bürgern vorträgt, das zeigt die ganze Arroganz Ihrer Politik. Und dann müssen Sie sich auch nicht wundern, dass Ihnen immer die Wähler weglaufen. Und ich muss auch sagen, wie erklären Sie einem ums Überleben kämpfenden Mittelständler, dass er für jeden Euro Gewinn mindestens 30% Steuern zahlen muss, während Konzerne wie Google, Apple und Facebook in Europa mit Steuersätzen von 0,005% verwöhnt werden? Oder wie erklären Sie einem hart arbeitenden Beschäftigten, dass schon ab einem Einkommen von 1.140 Euro ein Steuersatz von 24% fällig wird, während es die schwerreichen Erben von Milliardenvermögen nach Auffassung der Großen Koalition offenbar komplett überfordern würde, auch nur einen einzigen Euro Erbschaftssteuer zu zahlen? Oder wie erklären Sie es einem Kleinsparer, der sein mühsam Erspartes durch Bankgebühren und Niedrigzinsen wegschmelzen sieht, dass das Vermögen der 500 Reichsten in Deutschland um 9 bis 10% jedes Jahr steigt und inzwischen den irren Betrag von 723 Milliarden Euro erreicht hat? Oder wie erklären Sie einer alleinerziehenden Hartz-IV-Empfängerin, dass von ihr bei sogenanntem sozialwidrigen Verhalten, und das liegt schon vor, wenn sie ein kleines Geldgeschenk für ihr Kind nicht angemeldet hat, dass dann neuerdings 3 Jahre rückwirkend alle Leistungen zurückgefordert werden können? Während zum Beispiel das Management der Deutschen Bank, das allein seit 2009 Boni in Höhe von 24 Milliarden Euro eingestrichen hat, nie Gefahr läuft, auch nur einen Euro zurückgeben zu müssen, egal wie sozialwidrig oder auch kriminell das Geschäftsmodell dieser Bank ist und ob sie dadurch irgendwann wieder in so viele Schwierigkeiten kommt, dass sie beim Staat die Hand aufhalten muss. Sie können das alles gar nicht erklären, weil es gibt dafür keine objektiven Gründe. Die einzige Erklärung ist Ihr fehlender Mut, sich mit den wirtschaftlich Mächtigen anzulegen.
Wir sollen die Kriminellen endlich mal abschieben. Schluss damit, mit der Solidarität. Und diese Menschen aus den Kriegsgebieten, die sollen doch in reiche Ölländer gehen, wo sie hingehören. Doch nicht zu uns. Wir haben doch genug Elend bei uns selber. Viele Leute gehen zur Tafel, da ist einfach kein Geld da. Viele Kinder werden Weihnachten nicht beschenkt, weil die Eltern das Geld nicht haben. Daran wird nicht gedacht. Und die Politiker sollen mal Asylanten aufnehmen. Da werden sie mal sehen, was sie unserem Volk hier antun. Viele sind kriminell. Und die Akademiker, das sollten in ihrem Land bleiben, dort werden die nämlich gebraucht. Mal ehrlich. Die EU wird über die Köpfe der Bevölkerung entscheiden, statt zu unserem Volk zu halten. Wir wollen mitbestimmen. Wir haben den Kanal voll, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Und bringen Sie mal die Wahrheit und halten Sie mal zu dem Volk. Macht. Wo schwörst du? Wurde ein Asylantenheim eröffnet. 4 Tage waren einige Tunesier da und die Polizei war präsent, weil die schon geklaut haben. Was soll noch passieren? Handwerksbetriebe werden leer geklaut durch die offenen Grenzen. Die Grenzen müssen bewacht werden, verdammt nochmal. Die kleinen Leute betrifft das. Politiker, dort sollte mal geklaut werden, damit die mal wachgerüttelt werden. Die machen mit uns, was sie wollen. Ein Land, was Billionen verschuldet ist, kann nicht noch so viel Fremde aufnehmen. Es ist die Wahrheit. Unser Deutschland, das schönste und das beste Deutschland, das wir haben. Entscheidungen, die sie treffen, sind ausschließlich auf den persönlichen Machterhalt und die Bereicherung der Wirtschafts- und Finanzeliten gerichtet. Richtig oder falsch? Es ist noch viel schlimmer. Es ist noch viel schlimmer. Das, was Sie hier in den Bildern der Demonstrationen gesehen haben, ist ja ein Ausdruck für die langsam steigende Wut, den Zorn der Menschen, immer mehr Menschen. Die erleben, dass sie in einem Wirtschaftssystem leben müssen, ein Wirtschaftssystem, das ausschließlich und allein den Kapitalinteressen dient. Etwas, was ihr zahlt weiter Steuern, damit die Großkonzerne keine zahlen müssen, während euren Kindern die Schultoilette unterm Arsch wegschimmelt, weil kein Geld für die Renovierung da ist. Im Moment wird die Welt massiv und schnell ungerechter. Wir haben eine massive Vermögenskonzentration an der Spitze. Da entsteht wirklich eine neue Adelsschicht, die die Welt auf ihre Art beherrscht. Und das hat mit Verschwörung gar nichts zu tun, sondern mit Machtstrukturen. Und diese Vermögenskonzentration nimmt rapide zu. Also wir bekommen eine zunehmend ungerechtere Welt. Irgendwie gesehen. Deshalb müsste ich Das ist nicht die Demokratie. Die Demokratie verlangt, dass Sie das Fachwissen haben und nicht die frösche Frage, ob der Teich ausgetrocknet werden soll. Wenn Sie sich eine Blaupause von der Deutschen Bank schreiben lassen, wie Ihr Gesetz auszusehen hat oder Ihre Vorlage auszusehen hat, wenn die Geschichte stimmt, was der Monitor vor einer Woche berichtet hat, dann ist das ein Skandal. Das ist nicht das, was Demokratie sein soll. Und dass Ihre Aufgabe wäre, das Fachwissen ins Parlament zu holen, das Fachwissen in Ihre Abteilung zu holen und es nicht bei denen zu holen, über die Sie richten. Es gibt eine Macht, die es heute vor 20 Jahren nicht gegeben hat. Das ist die Macht von einigen 20.000 Finanzmanagern in 2 Städten, in New York, in London und außerdem in Hongkong und noch ein bisschen verteilt nach Frankfurt und andere Städte. Die Macht der Finanzmanager ist ungeheuer und sie hat nach dem Zusammenbruch der amerikanischen Bank Lehman Brothers Millionen von Menschen zusätzlich ins Elend gestürzt. Und wir haben es geschehen lassen. Und wir haben bisher nichts Durchgreifendes zustande gebracht. Ganz wenig haben wir zustande gebracht. Nicht einmal die Europäer haben im Bereich der eigenen europäischen Währung eine gemeinsame Bankpolitik und Bankaufsicht bisher zustande gebracht. Unter uns gesagt, ich halte große Teile der internationalen Finanzwelt für verbrecherisch. Was da passiert, halte ich für ein Verbrechen. Dass einige wenige sich auf Kosten der Allgemeinheit bereichern, und zwar so weit bereichern, dass sie gar nicht mehr wissen, wohin mit dem ganzen Geld, das halte ich für ein Kapitalverbrechen. Da können Sie mal nachgoogeln, was Kapitalverbrechen im Deutschen alles so bedeutet. In diesem Fall ist es wirklich ein Verbrechen mit Kapital und für Kapital und wegen Kapital. Das halte ich, nach Augenschein zumindest für mich, für das perfekte Verbrechen. Was da in den letzten Jahrzehnten passiert ist, das ist Perfektion. Und zwar in Reinkultur.
Jetzt ist nicht die Zeit für Wünsche, zu denken, dass die Regierung die Sache in den Griff bekommt. Nicht die Regierung beherrscht die Welt. Goldman Sachs beherrscht die Welt. Denen ist das Rettungspaket vollkommen wurscht. Zum Schäuble-Papier sind auffällig. Auch die Bank schlägt vor, 7 Jahre Laufzeitverlängerung, freiwillige Umschuldung als Beitrag der Banken. Die 3 Vorschläge, wie das finanztechnisch umgesetzt werden soll, tauchen fast deckungsgleich im Regierungsdokument wieder auf. Zufall oder ein Fall von Copy and Paste? Das Schlechteste, was der Sparer machen kann, sind Geldwerte. Anleihen, Sparbuch, Lebensversicherung, all diese Dinge sind letztlich für die Pfeife, für die Katz, für sonst was. Kannst du der Pfeife rauchen. Herr Minister Otte, kein Geld für Rentner, für Kinder. Kalte Progression wird nicht abgeschafft. Der Solidaritätszuschlag bleibt jetzt auch. Und das Geld geht nach Griechenland. Wann sind wir wieder endlich dran? Sie haben völlig recht, Sie haben es zugespitzt. Das Geld geht ja nicht nach Griechenland. Wir geben es dem griechischen Staat und der zahlt es seinen Gläubigern, also der Finanzindustrie. Er zahlt es den Superreichen. Also wir machen ein Subventionsprogramm für die Finanzindustrie, für die Superreichen. Es fehlt bei der griechischen Mittelschicht, die verarmt. Es fehlt bei der deutschen Mittelschicht, die verarmt auch. Griechenland ist quasi der Hebel, mit der die internationale Finanzlobby die Mittelschicht unterdrückt. Sie haben wirklich mein aufrichtiges Mitgefühl, alle Politiker mit guten Absichten, weil es heißt ja immer, Primat der Politik wird wiederhergestellt und man hat doch den Eindruck, dass die Politik enorm dieser Finanzmacht hinterherläuft und dass das manchmal richtig deprimierend ist und jetzt wird zwar was gemacht und morgen wird was beschlossen, aber deprimiert Sie das manchmal, diese Macht, die dann wieder in anderer Hand liegt und nicht in der demokratisch gewählten Macht? Ja, denn es ist so, wie Sie sagen. Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Was ist wichtig für das Land? Wachstum. Das hat die Frau Kanzlerin Merkel und der von ihr gewählte Bundespräsident Köhler unisono zu Beginn ihrer Amtszeit gesagt. Vorfahrt für Wachstum in Deutschland, dem muss ich alles unterordnen. Brauchen wir die schlichten, demotivierten, desillusionierten Hauptschüler für das Wachstum? Nein, jeder DAX-Konzern beweist im Quartalsbericht, je weniger von solchen wenig qualifizierten Leuten bei Ihnen dabei sind, umso größer ist das Wachstum. Wir brauchen sie nur als Konsumenten. Und wenn wir sie wirklich nur als Konsumenten brauchen, da kann doch ein gerütteltes Maß an Dummheit nur hilfreich sein. Wir züchten sie vielleicht. Überlegen Sie mal einen Augenblick, dann lösen sich die ganzen Widersprüche auf. Die Wut wird noch größer, aber die intellektuelle Verwirrung lässt nach. In keinem Land Europas entscheidet die soziale Herkunft eines Kindes in solchem Ausmaß über seine Bildungschancen als ausgerechnet bei uns in Deutschland. Und was heißt das in einem Land, in dem gerade die Armut explodiert? Dass sie einen soliden Stamm von Idioten heranzüchten. Nur die Verbraucherzentrale, auch in ihrem Bundesland, kriegt die Gelder zusammengestrichen seit Jahren. Auch keine Fehlentscheidung. Warum? Na, weil der Pöbel soll doch nicht nachdenken, zögern und vergleichen. Er soll den erstbesten Dreck kaufen, der angeboten wird in der Werbepause. Zwischen zwei schönheitschirurgisch optimierten Elendsgestalten, Heidi Klum und Verona Feldbusch, ich kann's mich essen, ich bin ein Spinatblub, nicht da. In der letzten Legislaturperiode möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass eine Übertragung der Konstituierung dieses Deutschen Bundestages im Hauptprogramm der öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten nicht stattfindet. Im Mittelpunkt des Vormittagsprogramms der Arbeitsgemeinschaften der Rundfunkanstalten Deutschlands steht heute Morgen die TV-Komödie Schaumküsse. Das zweite deutsche Fernsehen bringt statt einer Übertragung dieser Sitzung die 158. Folge der Serie Alisa, folge deinem Herzen. Gefolgt vom 36. Kapitel der Serie Bianca, Wege zum Glück. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich folge auch meinem Herzen und nenne diese Programmentscheidung ganz vorsichtig im wörtlichen Sinne bemerkenswert. Ja, wir haben eine große Umverteilung weltweit gehabt. Von den Leuten, die sagen wir so mittlere und niedrige Einkommen haben, zu Leuten mit hohen Einkommen. Ja. Insgesamt von den Arbeitseinkommen zu den Kapitaleinkommen. Das heißt, wir haben eine riesige Umverteilung gehabt und dadurch sind diese Vermögen entstanden. Und das ist jetzt nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit, sondern es ist auch ein Problem des Wirtschaftswachstums.
weil ich eben den Leuten das Geld nehme, die das auch alles ausgeben, ja, weil sie eben nicht so viel haben. Und ich gebe es Leuten, die sehr viel haben und die von dem gar nicht mehr so viel ausgeben, weil sie so viel haben, dass sie im Großteil sparen. Und dadurch haben wir eben ein Problem, dass es in der Weltwirtschaft an Nachfrage fehlt. Das Geld landet immer mehr bei denen, die es gar nicht mehr so ausgeben müssen, weil sie so viel haben. Und das ist eines der großen Probleme, das wir derzeit in der Weltwirtschaft haben. Deswegen haben wir ja auch das Problem, dass wir die Zinsen so niedrig haben, dass die Staaten so Defizite machen. Ungerechtigkeit in unserem Land, die steckt häufig im Detail, im System. Und man erkennt sie nicht. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, ein ganz langweiliges Thema. Im Bundeshaushalt dieses Jahres, 2008, ist der zweitgrößte Posten der Schuldendienst mit 43 Milliarden Euro. Das ist ein falscher Begriff, nicht wahr? Der müsste eigentlich Zinsendienst heißen, weil die Schulden werden überhaupt nicht getilgt, es werden nur Zinsen bezahlt. Die Schulden bleiben unverändert auf gleicher Höhe, nicht wahr? Da können Sie es mal sehen. Nicht? Übrigens, das, was bei uns als ausgeglichener Haushalt angestrebt wird, das ist dann auch gar kein ausgeglichener Haushalt. Da bleiben nämlich die Schulden immer noch da, nur sie werden nicht mehr größer. Das nennen die bei uns schon ausgeglichener Haushalt. Nicht? 43 Milliarden. Gucken Sie sich mal an, das ist ein ganz schön dicker Brocken, nicht wahr? Das ist doppelt so viel wie für Wirtschaft, Technologie, Familie und Bildung und Forschung. Auf einmal, alles zusammen, doppelt so viel, ist immer noch nicht so viel wie dieser Zinsbrocken. Nicht? So, und jetzt frage ich Sie, wer kriegt denn dieses schöne Geld, dieses große Stück Kuchen? Nicht wahr? Das kriegen natürlich die Kreditgeber, meine Damen und Herren. Und da ist der kleine Mann tendenziell durchaus in der Minderzahl, um es mal sehr höflich auszudrücken. Nicht wahr? Wissen Sie, was das Ganze ist? Das ist eine gigantische Umverteilungsmaschine von unten nach oben. Die Staatsschulden sind ein riesiger Motor der Ungerechtigkeit in unserem Land. Das ist die Tatsache, nicht wahr? Über 100 Millionen jeden Tag werden von unten nach oben geschaufelt. Und weil wir gerade bei Zinsen sind, in jeder Ware, die Sie kaufen, stecken 30-40% Zinsen drin, die wir auch noch zahlen an die Kreditgeber. Nur mal so nebenbei gesagt, dann können Sie vielleicht auch besser verstehen, weil das nennt man übrigens alles leistungsloses Einkommen, die Zinsen. Dann können Sie verstehen, warum uns leistungsloses Einkommen und Geldanlagen in den letzten 15 Jahren jährlich eine Steigerungsrate von 10% gebracht haben. Gewinn, während die Nettolöhne so gut wie gar nicht gestiegen sind. Und übrigens diese Krise, die ja, wie Sie sicher wissen, vom amerikanischen Immobilienmarkt ausgegangen ist, hat einen ganz knallharten politischen Grund. Die Ursache liegt in der Zerstörung des amerikanischen Traums. Diese Immobilienkrise wurde ausgelöst durch ein Täuschungsmanöver im Krieg Reich gegen Arm. Der amerikanische Traum beinhaltete immer, dass die weiße Mittelschicht, die einfache weiße Mittelschicht, am Reichtum Amerikas teilhat und dazu gehörte als fester Bestandteil ein Eigenheim. Und als festgestellt wurde von den Politikern, dass der White Trash, wie man ihn ja mittlerweile unfreundlicherweise auch nennt, verarmt in einem atemberaubenden Tempo und sogar die Mittelschicht, die sich selber zur Oberschicht gezählt hat, ebenfalls Einkommensverluste Jahr für Jahr hinnehmen muss, ist man auf die Idee gekommen, wir müssen diesen Leuten, damit sie nicht bemerken, wie sie ausgeplündert werden, erlauben, sich ein Eigenheim leisten zu können. Es war eine politische Vorgabe an AIG, an Fannie Mae und Freddie Mac, die ja also wie ihr Onkel und ihre Tante nebenan heißen, auch nicht aus Versehen, ja, eine politische Anweisung, denen Kredite zu geben, die sie eigentlich gar nicht zurückzahlen konnten. Und dann haben die Banken gemerkt, wenn wir das schon machen müssen, dann setzen wir ein paar Leute dran, überlegen, wie wir da auch noch ein Geschäft draus machen können. Und daraus entstand die Krise. Aber die politische Vorgabe war die Lüge, den Amerikanern weiß zu machen, ihr könnt euch euer Eigenheim leisten. Und das war Teil bereits des Krieges Reich gegen Arm. Unser Deutschland, das schönste und das beste Deutschland, das wir haben. Warum habe ich Ihnen das alles erzählt? Ich möchte Ihren Zorn anfachen. Aber verplempern Sie ihn nicht sinnlos in kleinen Aktionen, dass Sie jetzt zu Hause Krach anfangen oder irgendwas. Oder Leute beschimpfen. Nein, halten Sie es mit Sloterdijk. Sloterdijk hat, als er noch ganz bei Trost war und nicht das Almosensystem bei uns einführen wollte, hat Sloterdijk in seinem Buch geschrieben, das kleine Zornhandwerk ist dazu verurteilt, sich in verlustreichen Pfuschereien zu erschöpfen. Wir müssen es kumulieren wie die Akkumulation des Kapitals. Dessen Zusammenballung nähert sich dem Höhepunkt. Das Hochamt des Geldes steuert auf ein Finale zu. Und für den Schlussakkord sollten wir unseren Zorn sammeln, damit er wie das Geld von der spontanen Anhäufung und Verausgabung zur systemischen Investition, Vermehrung und Akkumulation aufsteigt. Und wenn das Zornkonto voll und die Kriegskasse gefüllt ist,
dann schlagen wir uns beim zerfallenen Kapitalismus auf die richtige Seite, statt die falsche zu retten und dabei an unserer ohnmächtigen Wut zu ersticken, bleibt eine Frage zu klären, wo ist die richtige Seite? So. 43.000 transnationale Firmen und haben sich die innere Vernetzung dieser 43.000 transnationalen Firmen angeschaut, welche dieser Firmen gehört hier eigentlich wem. Und dann kamen die am Ende tatsächlich darauf, dass es 147 Global Player gibt. Ich will nicht sagen, dass die Welt regieren. Ach, gar nicht, dass sie das regieren wollten. Aber es gab 147 Firmen, denen sozusagen die Weltwirtschaft im Großen und Ganzen gehört. Das ist doch ein Hammer. Und das macht die Sache natürlich sehr anfällig. Wenn so wenige so große Entscheidungsmöglichkeiten haben, dann kommt einem dieser fürchterliche Satz wieder in den Sinn, den einer der größten Finanzspekulanten mal gesagt hat, nämlich: Kaufe, wenn Blut auf den Straßen fließt. Ich weiß, das war kein gutes Ende, aber es musste mal gesagt werden. Es ist wirklich fürchterlich, was da passiert. Junge, Junge, Junge. Wir hatten ja gesprochen über das Problem der Verschuldung, über das Problem der Umverteilung. Herr Spehl, Herr Müller hatten ja zu Recht, wir öffnen nachher noch die Diskussion, hatten ja zu Recht eingewandt, dass hier auch das Problem des Zinses zu nennen ist. Ja. Unser Problem ist, dass wir uns über, dass es eine Systemfrage ist, die ganz, ganz tief geht, wenn wir die wirklich ehrlich ansehen. Und die aber auf der anderen Seite wieder leicht zu erklären ist. Also ganz leicht ist zu erklären, das müsste man in der Schule gelernt haben. Ich finde, es ist der größte Bildungsfehler unseres Schulsystems, ist, dass wir die Schule verlassen, ohne begriffen zu haben, dass im materiellen Bereich exponentielles Wachstum nie funktionieren kann. Niemals. Und ich habe auch jahrelang immer diesen Pfennig zu Jesu Geburt genommen, der dann wie für Milliarden Kugeln vom Gold, vom Gewicht der Erde im Jahr 2000 zum Goldpreis im Jahr 2000 wert ist. Und wissen Sie, was passiert? Die Leute sagen, ja, da hat es ja nie eine Bank gegeben, die so lange existiert hat. Bupp, ist die Sache weg und das exponentielle Wachstum wieder nicht kapiert. Also habe ich mir ein anderes System, ein anderes Beispiel. So, das müssen Sie jetzt mit nach Hause nehmen und probieren Sie es einfach mal aus. Sie fragen Ihren Nachbarn, hätten Sie lieber 100.000 Euro pro Woche für ein Jahr oder einen Cent in der ersten Woche und das Doppelte jede weitere Woche für 52 Wochen? Warten Sie mal auf die Antwort und wissen Sie, was passiert? Weiß jemand von Ihnen aus dem Kopf, was das mit dem 1 Cent am Ende des Jahres wert ist? Ich sage es Ihnen, weil es hat bisher noch niemand, also weder intuitiv verstehen wir das ist nämlich exponentielles Wachstum, die doppelte Menge, ja, zwei. Weder intuitiv noch intellektuell sind wir in der Lage, das zu raten, auch nur annähernd. Es kommen am Ende des Jahres 45 Billionen Euro raus. Das ist 2/3 des gesamten Weltbruttosozialprodukts. Und wenn Sie das wieder durch 52 teilen, dann haben Sie in der Woche über 800 Millionen statt 100.000. Verstehen Sie? Ich will Ihnen das nur, machen Sie doch mal folgende Sache. Nehmen Sie ein DIN A4-Blatt mit Kästchen und fangen Sie oben mit 1 an und gehen Sie runter. Das geht gerade 52 Mal. Und am Ende, das dauert eine Viertelstunde oder 10 Minuten, je nachdem, wie schnell Sie verdoppeln können. Aber dass Sie am Ende einmal wissen, was exponentielles Wachstum ist. Ich finde, das muss jeder Schüler irgendwann mal gemacht haben, um einfach das zu verstanden zu haben. Es hat mir lange gedauert, weil ich immer gefragt habe, warum können wir das mit dem Geldsystem nicht verändern? Und 30 Jahre habe ich jetzt versucht zu klären, wo sind die Barrieren in den Köpfen? Das ist eigentlich meine, also irgendwo. Und die Barriere in den Köpfen hat mit dem exponentiellen Wachstum, das ist das eine zu tun. Und das andere ist, dass wir alle glauben, dass wir vielleicht eines Tages zu denen gehören könnten, die davon profitieren, von dem Zinssystem. Verstehen Sie?
Und wenn Sie aber wissen, dass 90%, und da gibt es einen Menschen in Deutschland, der unglaublich gut recherchiert hat, das ist Helmut Kreuz, und seit Jahren diese Zahlen der Bundesbank zusammenträgt. 80% waren das bis vor kurzem, bis vor 2 Jahren, jetzt sind es auch 90% verlieren in dem, man kann ja sagen, okay, ich muss nochmal woanders anfangen. Wo zahlen Sie denn Zinsen? Wissen Sie, wo Sie Zinsen zahlen? Die meisten glauben ja nur, sie verzahlen nur Zinsen, wenn sie Geld leihen. Kaum jemand versteht, dass in jedem Preis, den sie zahlen, ein Zinsanteil ist. Kann aber jeder sofort kapieren, weil natürlich die Produzenten der Güter müssen das ja in ihre Preise reinrechnen. Das beim Abfall ist es etwa 12% im Preis, beim Trinkwasser 38% und bei der sozialen Wohnungsbaumiete 77%. Weil ja, wenn nach 25 Jahren das Apartment abbezahlt ist und der Zins abbezahlt ist, geht ja der Mietpreis nicht runter, sondern es läuft weiter über 100 Jahre. 77%, im Durchschnitt 40%, wie Herr Müller vorher sagte. Also, und dann kann man sagen, naja, ist ja ein faires System, jeder gewinnt ein bisschen von dem Zins, jeder zahlt ein bisschen rein in den Preisen, ist doch fair. Und wenn Sie dann sehen, wer von dem System profitiert, dann sind es eben 90%, die draufzahlen und 10% profitieren davon. Und wenn man jetzt den Bill Gates nehmen würde, ja, und man hätte also hier die 10%, dann würde das da aus dem Dach, also diese Linie von den 0,001% Leuten, die würde da aus dem Dach rausschießen. Also dieses System hat eben diese also es ist einmal die Unmöglichkeit des exponentiellen Wachstums auf Dauer und andererseits die ungleiche Verteilung, die einfach durch alle, ich weiß noch, ganz im Anfang hatte ich mal bei der Gro Harlem Brundtland einen Termin und dann habe ich mit dem finanzökonomischen Berater und da gesagt, wissen Sie was, also diese Umverteilung, das machen wir alles über die Steuern wieder wett. Ne? Wir besteuern die höher. Und dann habe ich gesagt, und funktioniert? Und dann guckte er mich und sagte, nicht wirklich. Naja, also es ist ein hoffnungsloses Geschäft. Es werden diese Leute, die zu den letzten 10% und die Firmen, die dazu gehören, werden immer einen Weg finden, die Gesetze zu umgehen. Und deswegen, meines Erachtens, bringt diese ganze Orgie von Änderungen in Bestimmungen und Gesetzen überhaupt nichts, sondern was wir brauchen, ist eine einfache, klare Ansage, das ist das Geld und so wird es geschaffen und jeder versteht es. Und dann könnten wir vielleicht tatsächlich uns endlich mal um die wichtigen Dinge im Leben kümmern. Okay. Mein Gott, ich mache das eigentlich seit 30 Jahren nur, damit ich was anderes machen kann. Ich habe keine Lust. Margit, danke. Ich finde Geld eigentlich viel zu langweilig. Es gibt so viele wunderbare Sachen im Leben. Es gibt Liebe, es gibt Sport, es gibt Reisen, es gibt andere Länder, es gibt Kultur. Mein Gott, und Geld. Da muss man sich nur 30 Jahre mit diesem Mistsystem rumschlagen. Das machen wir hier bei aus, ne? Nehmen wir an, der Josef hätte vor 2000 Jahren für seinen Sohn Jesus einen einzigen Eurocent angelegt, so es ihn damals gegeben hätte, und hätte ihn angelegt, sagen wir bei der Volksbank von Judäa, hätte gut verhandelt, Sparbuch, 5% Zinsen. Das ging verloren in den Wirren der Geschichte und Sie finden das heute, dieses Sparbuch, beim Aufräumen im Keller in Hamburg. Sehen, ach, guck mal, toller Papyrus, Volksbank-Logo drauf oder Sparkasse, ist egal. Gehen morgen, sind Sie der Erste am Schalter und sagen, tragen wir mal die Zinsen nach. Machen wir doch mal Fragen ins Publikum. Ich hoffe, die Kamera kriegt das mit, aber die sind ja Profis. Was schätzt ihr, was Ihnen jetzt, wenn Sie dieses Sparbuch finden, was Ihnen jetzt für ein Vermögen zur Verfügung stehen würde? Komm, drei Fragen. Küchen, Hammerborn, schnell, komm. 5 Millionen? 5 Millionen. 10 Millionen. 10 Millionen zum Zweiten. Wolfgang Lippert sagt mehr Geld, als die Welt hat. Mehr Geld, als die Welt hat, machen wir es kurz. 20 Lire. 20 Lire. Hören Sie auf, meine alte italienische Lire hier wieder fertig zu machen. Ich agiere mit etwas überalteten Zahlen, verzeihen Sie mir das. 295 Milliarden Weltkugeln aus purem Gold.
Ja. 88.000 Sonnen per Monde, je nach Wechselkurs, wie sie es gerne hätten. Wahnsinn. Das ist der Zinseszinseffekt, der von uns allen unterschätzt wird, weil der Mensch nicht exponentiell denken kann, nicht im Zinseszins denken kann. Wir können nur linear denken. Und jetzt machen wir die Gegenprobe linear, weil jetzt wird es richtig spannend. Nehmen wir an, der Josef hätte für seinen Sohn Jesus immer die Zinsen abgeholt jedes Jahr. Gleiche Verhandlungen, hätten nur die Zinsen nicht stehen lassen, sondern hätte sie jedes Mal abgeholt und das Kopfkissen gelegt. Und jetzt finden Sie Sparbuch und Kopfkissen. Wie viel steht Ihnen jetzt zur Verfügung? 1 Euro. 1 Euro zu 295 Milliarden Weltkugeln aus Gold ist der Unterschied zwischen Zins und Zinseszins. Ja, und das bringt mich natürlich auf die Idee, ist übrigens uralt. Im Mittelalter gab es, jedenfalls in der christlichen Soziallehre, das Zinsverbot. Arbeitsloses Einkommen war Sünde. Nach den USA schauen, wir gucken uns momentan die Eurozone an, die Schulden hier. Es sieht rund um uns nicht besser aus. Die Amerikaner stehen verschuldungstechnisch wesentlich schlechter da als Europa. Wenn wir uns die einzelnen Bundesländer, Sie haben die angesprochen, die Bundesstaaten in den USA anschauen, katastrophal. Die müssen jetzt Tausende von Häftlingen entlassen aus humanitären Gründen, weil sie nicht mehr finanzieren können, nicht mehr durchfüttern können. Ja, ja. Dort werden Tausende von Schulen geschlossen, es werden Polizeilabore verkauft, damit man die Rate für den nächsten Monat noch bezahlen kann. Die Amerikaner sind gerade entsetzt auch über die Deindustrialisierung. Wir diskutieren den Markt, dass man LKW bestellen wollte vom Verteidigungsministerium und sagte, wo kriegen wir denn Stahl her? Ja. Amerikanischen Stahl, die haben keinen mehr, weil es nur noch ein einziges Stahlwerk gibt, das gehört ihnen dann. Also die haben nichts mehr. An den Märkten kommt jetzt ganz groß die Spekulation, die Wetten auf einen Platzen, auf ein Pleitegehen der amerikanischen Bundesstaaten. Wir müssen uns überlegen, dass Griechenlands Gesamtverschuldung bei etwa 300 Milliarden Euro liegt. Das machen die USA in gerade mal 3 Monaten. Dann Steffi Lorenz ist Lehrerin, Wirtschaftslehrerin. Klingt sich heute in die Sendung ein mit der Frage, wie kann ich meinen Schülern überhaupt noch dieses Wirtschaftssystem erklären? Weil sie kommt langsam an ihre Grenzen und sagt, ist nicht eigentlich auch unser Geldsystem an sich irgendwie falsch gelagert? Absolut. Wir haben ein völlig falsches Geldsystem, wir haben ein völlig falsches Wirtschaftssystem. Da läuft so ziemlich viel. Wie kann man das einfach erklären? Wir haben ein Schuldgeldsystem. Schuldgeldsystem heißt, dass alles Geld, was auf der Welt existiert, nur durch Schulden entsteht. Geld wird nicht einfach geschaffen und verteilt, sondern Geld entsteht, indem du beispielsweise einen Kredit aufnimmst. Dann leiht dir jemand Geld, das er neu schafft und du hast damit Schulden. Das heißt, allen Schulden auf der Welt steht genauso viel Guthaben gegenüber. Wenn Deutschland 2 Billionen Schulden hat, hat irgendjemand 2 Billionen Guthaben. Das sind die Gewinner der Krise, oder? Und jetzt kommt das Spannende. Je länger die Wirtschaft wächst, je länger unsere Zeit geht, alle Jahre, Jahrzehnte, wächst die Wirtschaft und damit auch die Schulden. 1:1. Wir können nur durch Schulden wachsen. Anders geht es gar nicht in unserem verrückten Finanzsystem. Und jetzt würde man sagen, allen Schulden steht ja genauso viel Guthaben gegenüber. Ist doch alles prima. Aber das Perfide ist, dass sich im Laufe der Jahre das Geld bei ganz wenigen Leuten ansammelt und die Masse der Menschen davon nichts hat, aber trotzdem die Zinsen für die bezahlen muss. Und so haben wir in Deutschland beispielsweise 5 Billionen Euro Geldvermögen der privaten Haushalte. Viel Geld. Aber die Hälfte der Deutschen hat davon gar nichts. Und 10% der Deutschen haben 2/3 dieses Geldes. Und die anderen müssen trotzdem im Laufe des Jahres diese Zinsen erwirtschaften und bezahlen. Die eigenen Schulden sowieso, die des Staates über die Steuern, die man bezahlt, und die der Industrie über die Produkte, die man kauft. Das sind die Zinsen nämlich in den Kaufpreis mit reingerechnet. Aber was wäre die Alternative aus deiner Sicht? Wir bräuchten eine ganz andere Form des Geldsystems. Wir bräuchten eins, das nicht auf dieser Schuldenbasis basiert. Wir müssen über den Zinseszins nachdenken, über die Zinsnahme. Wenn ich mich bei einem Unternehmen beteilige, du hast eine tolle Idee, die du entwickelst. Ich gebe dir das Geld, das ich besitze und beteilige mich. Wenn du Erfolg hast, habe auch ich Erfolg. Wenn du keinen Erfolg hast, werde auch ich kleiner. Leihe ich dir das Geld aber gegen Zinsen, dann ist mir das vollkommen egal, ob du Erfolg hast. Solange du nicht pleite gehst, kriege ich jedes Jahr meine 6-7% und werde immer dicker. Sagen ja immer mehr Menschen, dass vielleicht auch diese Idee, alles muss immer wachsen und immer größer werden. Und vielleicht auch blöd ist, vielleicht ist auch manchmal ganz gut, wenn es einfach so bleibt, wie es ist. Und dann sind alle glücklich. Das hängt genau an diesem Schuldensystem zusammen, weil die Zinsen, die dieses Jahr bezahlt werden müssen, muss nächstes Jahr wieder einer dazu aufnehmen. Deshalb brauchen wir ständig dieses Wachstum. Wir könnten doch mal sagen, hey, war ein tolles Jahr, das machen wir einfach nochmal. Das reicht nicht. Es müssen nochmal 3-4% oben drauf, sonst klappt das ganze System nicht. Das ist pervers. Okay, da sage ich aber noch mal ein ausdrückliches Ja, weil ich noch einmal darauf hinweisen will, wenn wir mehr Wachstum bekommen,
dann können wir auch anschließend die Schulden, die wir machen, besser zurückzahlen. Entlastung generiert Wachstum und Wachstum schafft Arbeit. Das ist die Gleichung und so müssen wir denken. Das ist ganz, ganz wichtig. Das Ressourcenproblem lässt sich nicht lösen. Sie können nicht beliebig viel Erz aus dem Erdreich holen. Geld? Was ist denn Geld? Geld ist eine Fantasie. Sie glauben, dass Sie für das Papier, das bedruckt ist und in Ihrem Portemonnaie schlummert, morgen noch Brötchen kaufen können. Ja, der Glaube ist schön. Kann aber sein, dass der Bäcker morgen sagt, oh, wissen Sie was, bedrucktes Papier finde ich blöd. Geben Sie mal Ihre Armbanduhr, dann können Sie Brötchen haben. Dann sagst du, die wollte schon der Metzger haben. Dann sagt er, ja, dann essen Sie mal die Wurst ohne Brot. Ne? Ja, Sie lachen, das ist den Menschen in Deutschland auch schon mal passiert. Geld kann seine Wert von heute auf morgen komplett verlieren. Geld ist nichts, Geld ist eine Fantasie. Und was sind Schulden? Die Schulden des einen sind das Vermögen des anderen. Das hat uns doch nur nie einer richtig erklärt. Der Kapitalismus lebt davon, dass er die Menschen blöd hält, damit sie nicht begreifen, wie das Finanzsystem funktioniert. Und dann heißt es, wir leben auf Kosten der nächsten Generation. Wenn wir jetzt Schulden machen, leben auf Kosten der nächsten Generation. Das ist auch Quatsch. Die Reichen vererben ihr Vermögen an die nächste Generation. Die Armen vererben die Schulden an die nächste Generation. Auch in der nächsten Generation sind die Schulden und das Vermögen genau gleich hoch. Denn das Vermögen des einen sind die Schulden des anderen und umgekehrt. Und im Kapitalismus entsteht alles Geld durch Schuldenmache. Das ist ja der Wahnsinn an der Sache. Da wird ja Geld ausgegeben, das gar nicht da ist. Die Finanzkrise wäre ja relativ leicht zu lösen gewesen. Es ging ja auch gar nicht um richtiges Geld. Es ging um Buchgeld. Das ist ein Thema für sich. Die Banken dürfen Geld aus dem Nichts schöpfen. Sehen Sie, eine Bank darf das Zehnfache von dem verleihen, was sie hat. Auf diesen perversen Gedanken muss man sich erstmal einlassen. Sie zahlen 1.000 Euro ein auf eine Sparkasse und dann darf die Sparkasse ihm 10.000 Euro leihen. Wo kommen die 9.000 Euro her? Die gibt es gar nicht. Die Bank schreibt die einfach in die Bücher. Das Geld wird giriert. Im Grunde schreibt die Bank auf einen Zettel, dass er in einem Jahr 10.000 Euro haben wird. Und er unterschreibt den Zettel. Er unterschreibt einen Kreditvertrag, da steht drin, dass er der Bank in einem Jahr 10.000 Euro geben wird plus Zinsen. Zurückzahlen nennen die das lustigerweise, obwohl das Geld gar nicht da ist. Und mit dem Zettel kann er einkaufen gehen. Der könnte ja selber Zettel ausfüllen. Ne? Der könnte auf den Zettel schreiben, ich werde in einem Jahr 10.000 Euro haben. Versuchen Sie dann mal einkaufen zu gehen. Wenn die Bank den Zettel ausgefüllt hat, dann kann er damit einkaufen gehen. Wenn er jetzt in einem Jahr kommt und sagt, das tut mir leid, ich kann die 10.000 Euro nicht zurückzahlen, das ist alles schiefgegangen, meine Geschäftsidee, alles ist in die Hose gegangen, da kann die Bank nicht sagen, ja, Pech, ne? Ist das Geld weg? Dann muss ich sagen, Moment mal, das Geld kann nicht weg sein, weil das war ja nie da. Wir sind dann weg und das geht nicht, denn wir sind systemrelevant. Außerdem schulden wir der Frau ja noch 1.000 Euro, wie stellst du dir das jetzt vor? Sollen wir die Bank zumachen und arbeiten gehen, um die Schulden abzubezahlen? Haben wir hier blöd auf der Stirn stehen? Was macht die Bank in so einem Fall? Sie leiht dem Mann 11.000 Euro. Und sagt, davon zahlt sie die 10.000 zurück plus die Zinsen. Diesmal kriegt er keinen Zettel zum Einkauf. Das wird nur noch in die Bücher der Bank geschrieben. Die Bilanz der Bank steigt. Der hat jetzt 11.000 zu kriegen, steht aber nur in den Büchern. Kommt nicht mehr in Umlauf, deshalb haben wir keine Inflation seit Jahren. In einem Jahr sagt die Bank, was ist mit den 11.000 Euro? Was soll denn damit sein? Ich habe die nicht gesehen. Stimmt, sagt die Bank, da kriegst du jetzt 12.000 Euro. Das wird aber nur noch in die Bücher geschrieben. Und das ist das, was die mit Griechenland und den anderen Ländern auch gemacht haben. Auch mit uns Deutschen. Wir Deutschen haben noch nie einen einzigen Cent an Schulden zurückgezahlt. Wäre ja auch eine Katastrophe. Ja, runzeln Sie nicht die Stirn. Wenn wir die Schulden zurückzahlen, dann bricht das ganze Finanzsystem zusammen. Sie wollen doch Zinsen haben. Wenn keiner mehr Schulden macht, wo sollen denn Zinsen herkommen? Jetzt ist da gerade das ganz große Drama. Keine Zinsen mehr. Der Zinsklau. Steht in der Zeitung, der Zinsklau. Wer klaut denn da was? Sie zahlen Geld in eine Lebensversicherung ein und wollen darauf 4% Rendite haben. Was glauben Sie denn, was die Lebensversicherung mit dem Geld macht? Sperrt ihr das in Schließfach, da rammelt das und kriegt Junge? Die müsste noch jemand finden, der das Geld von der Lebensversicherung leiht und 7% Zinsen zahlt. Weil Sie wollen 4% haben, die Lebensversicherung hat Kosten, will selber was verdienen und die Aktionäre wollen auch was haben. Also muss einer 7% Zinsen zahlen. Und im nächsten Jahr legen die Deutschen wieder Milliarden in Lebensversicherungen an. Und da muss wieder einer gefunden werden, der das leiht. Und das waren jahrelang die Griechen, die Italiener und die Spanier. Wir haben denen Geld geliehen. Und das Rad lief immer weiter, weil es in den Büchern läuft. Hätte man von Anfang an gesagt, jetzt brauchen wir das Geld mal zurück. Da hätte es sofort geheißen, ja, nee. Aber es wird immer weiter aufgebaut.
Immer weiter aufgebaut. Und das Vermögen der Deutschen allein ist von 1980 bis heute von 2.000 Milliarden Euro auf 5.000 Milliarden Euro gestiegen. Von 2 Billionen auf 5 Billionen. Das Barvermögen der Deutschen ohne Immobilien. Und auf diese 5 Billionen Euro sollen Zinsen erwirtschaftet werden. Von wem? Von den Menschen, die in der realen Wirtschaft tatsächlich arbeiten. Die Zinsen entstehen nicht in der Bank. Die müssen von Menschen in der realen Wirtschaft, die echt was herstellen, muss das erwirtschaftet werden. Und das geht irgendwann nicht mehr. Das Schuldenproblem ist relativ leicht zu lösen. In Deutschland sowieso. Sehen Sie, jeder Deutsche hat 25.000 Euro Staatsschulden. Das sind unsere Schulden, sind 2.000 Milliarden Euro Staatsschulden. Hat jeder Deutsche 25.000 Euro Staatsschulden. Spüren Sie diese drückende Last. Jeder Deutsche hat aber auch 60.000 Euro Barvermögen zu Hause auf der hohen Kante liegen. Ja, Sie auch. Sie müssen mal aufräumen. Das Geld ist doch da, habe ich ja gerade erklärt. 5.000 Milliarden Euro Barvermögen. Das Geld ist tatsächlich da. Das sind pro Kopf 60.000 in Deutschland. Jetzt habe ich mir eine Frage. Sie haben 60.000 Euro Barvermögen. Warum haben Sie 25.000 Euro Schulden gemacht? Ist doch bescheuert, oder? Auflösung. Die 25.000 Euro Staatsschulden haben Sie wirklich. Das ist Ihr Anteil an Deutschland. Die 60.000 Euro Barvermögen pro Kopf, die gibt es auch, aber die haben Sie nur statistisch. Das Geld ist schlecht verteilt. 50% der Menschen, die in diesem Land leben und arbeiten, haben überhaupt kein Vermögen. Die verdienen so wenig Geld, die können nichts zurücklegen. Das reichste 1% verfügt über 33% der gesamten Ersparnisse dieses Landes. Die reichsten 10% verfügen über 66% der gesamten Ersparnisse dieses Landes. Und diese 66% sind noch gewachsen, von 64,5% auf 66% in der Schuldenkrise. Das heißt, die Schuldenkrise hat die Reichen noch reicher gemacht und die anderen, der Teil der Leute, die nichts haben, wird immer größer. Und oben haben immer weniger, immer mehr. Jetzt sind wir ja eine Schicksalsgemeinschaft. Lachen Sie nicht, hat der Schäuble gesagt. Wir sind eine Schicksals- und Solidargemeinschaft. Und diesen rollenden Schwätzer wollte ich immer schon mal ernst nehmen. Jeder nimmt seine 60.000 Euro Barvermögen, zahlt die 25.000 Euro Staatsschulden zurück und wir fangen alle mit 35.000 Euro nochmal neu an. Wäre das ein Vorschlag? Und jetzt die volkswirtschaftlich realistische Variante. Und das ist kein Quatsch, das haben Volkswirte durchgerechnet. Und die argumentieren sogar innerhalb der kapitalistischen Struktur. Auch innerhalb des Kapitalismus könnte man die Länder entschulden. Wenn die reichen 10%, die über 5.000 von den 5.000 Milliarden Euro 66% haben, also 3.200 Milliarden Euro besitzen, die könnten die Staatsschulden so alleine bezahlen. Ne? Und hätten mehr über, als der Rest im ganzen Leben mit ehrlicher Arbeit jemals zusammensparen können. Wenn die Hälfte ihrer 3.200 Milliarden Euro abgeben würden, wären die Schulden so weit abbezahlt, dass alles wieder seinen Gang gehen könnte. 50% müssen die abgeben, müssen die nie auf einen Schlag tun. Wenn die nächsten 10 Jahre jedes Jahr 5% abgeben, ist das Geld zusammen. 5% pro Jahr ist das, was die letzten 20 Jahre jedes Jahr in Zinsen kassiert haben. Sie erinnern sich Zinsen? Das, wofür die Menschen gearbeitet haben, die tatsächlich arbeiten, ohne was zurücklegen zu können. 40% von allem, was in diesem Land erwirtschaftet wird, wird in Form von Zinsen oder Dividenden ausgeschüttet an die Leute, die Geld haben. Wir wollen die Zinsen der letzten 10 Jahre in den nächsten 10 Jahren wieder haben und dann ist Deutschland saniert. Und es müsste keiner auf was verzichten, lassen Sie sich nichts einreden. Es geht nicht darum, das sauer verdiente Vermögen von Menschen zu besteuern. Wir reden von Menschen mit einem Barvermögen ab 1 Million Euro pro Kopf aufwärts. Das können Sie mit ehrlicher Arbeit nicht zusammensparen. Versuchen Sie es mal auszurechnen. Ich erwähne es nur mit den 1 Million, damit Sie nicht meinen, dass Sie betroffen sind von der Vermögensteuer. Falls Sie betroffen sein sollten, ich finde noch heute Abend jemand, der mit Ihnen tauscht. Wir reden von echtem Reichtum, der vor sich hin wächst, ohne irgendwas Produktives damit zu tun. Und davon kann man die Hälfte wegnehmen. Ob eine Familie Albrecht 20 Milliarden besitzt oder 10 Milliarden, meinen Sie, das merken die im Alltag? Warum konnte denn der Achenbach den Albrechtssohn da so bescheißen mit den Bildern? Bei dem Albrechtssohn war das völlig egal, ob so ein Bild 6, 7 oder 8 Millionen Euro kostet. Das merkt er doch ja nicht.
So ein Zetsche von Daimler verdient 8 Millionen im letzten Jahr und jetzt 8,4 Millionen. Warum müssen diese Leute eine Gehaltserhöhung haben? Kann man denen keine Penisverlängerung anbieten? Diese Fußballer, 5, 6 Millionen im Jahr. Vielleicht kann man mal einen kostenlosen Führerschein spendieren oder so weiter. Das Gesetz wäre in 5 Minuten zu machen, es würde nicht dem Grundgesetz widersprechen und es würde uns allen besser gehen hinterher. Aber es hat keine Chance. Denn wir leben in einer Demokratie und Sie bekommen in unserer Demokratie bei einer demokratischen Wahl keine Mehrheit für eine Politik, von der 80% der Bevölkerung wirtschaftlich profitieren würde. Kriegen Sie keine Mehrheit für. Sie kriegen jederzeit eine Mehrheit für eine Politik, von der die reichen 10% profitieren. Denn die Politik wird seit 40 Jahren gemacht und gewählt. CDU, CSU, SPD, FDP und Grüne sind wirtschaftspolitisch eine Einheitspartei. Innerhalb der SED gab es mehr Streit über Wirtschaft. Die erzählen alle das Gleiche. Beschäftigung durch Wachstum, kapitalgedeckte Altersversorgung, Zins und Zinseszins. Das, was nur den reichen 10% nützt. Und diese 5 Parteien holen immer über 80% der Stimmen bei jeder Wahl. Meist sogar 85%. Wie machen die das? Wie bringen die 70% der Bevölkerung dazu, gegen ihre eigenen Interessen zu wählen? Das machen die mit einem Trick. Die haben den Leuten eingeredet, dass es nicht anders geht. Und dass irgendwann alle davon profitieren. Dass alle irgendwann zu den Besserverdienern gehören können, wenn sie sich nur anstrengen. Doi, doi, doi. Die bringen diese Leute dazu, gegen ihre eigenen Interessen zu wählen, ohne Mauer, ohne Schießbefehl, ohne Stasi. Der Honecker rotiert im Grab, wenn er sieht, dass er so ohne geht. Und wer hilft ihnen dabei? Das sind die Medien. Wem gehören die Medien? Heute war ja von den Medien schon die Rede. Das ist nämlich die nächste spannende Frage. Wem gehört das Ganze? Ein paar reichen Familien, und die meisten kennen sie sogar. Springer, die bekannteste reiche Familie. Friede Springer, das ist Bild, Bild am Sonntag, Bild der Frau, Computerbild, Autobild. Welt, weil am Sonntag muss ja ein bisschen Konkurrenz und Abwechslung geben. Jede Menge Fernsehzeitschriften, Privatfernsehen beteiligt, N24 gerade ganz gekauft. Bild ist so mächtig, da legt sich keiner mit an. Deshalb geben alle Politiker der Bild-Zeitung Interviews. Die können jeden platt machen, wenn sie wollen. Die zweite mächtige Familie, die Sie kennen, ist die Familie Mohn. Die sitzt in Gütersloh. Da steckt das mit dem Betäuben der Bevölkerung schon im Namen. Bertelsmann sagt Ihnen mehr. Das ist ein Familienbetrieb, der heißt Bertelsmann gehört der Familie Mohn. Liz Mohn steht an der Spitze. Friedrich Springer und Liz Mohn, die erfolgreichsten und mächtigsten Frauen des Landes, haben dasselbe Geschäftsmodell, haben als Kindermädchen in den reichen Familien angefangen, haben die Ehefrau weggebissen und den Alten überlebt. Das ist das Modell Schwarze Witwe. Sehr viel erfolgreicher als Feminismus. Fragen Sie Alice Schwarzer, die alte Bild-Zeitungsnutte. Bertelsmann ist der größte Konzern, der größte Verlag der Welt, Random House. Bertelsmann hat Gruner und Jahr jetzt gerade ganz gekauft. Das ist dann Stern, Brigitte und so weiter. Können Sie alles nachgucken. Bertelsmann gehört auch ein großer Teil vom Spiegel. Spiegel, die Bild-Zeitung für Abiturienten. Früher war das mal ein aufklärerisches Magazin, heute ist alles längst gleichgeschaltet. Sind Sie heute kein der Chefredakteur der Bild-Zeitung, Nikolaus Blome, Chefredakteur beim Spiegel. Wäre das früher undenkbar gewesen. Heute ekeln die reichen Familien Sie auch für nichts mehr. Es ist alles offen und ehrlich. Bertelsmann ist auch Privatfernsehen, RTL 1 bis 24. Die Funktion der Medien, die Verblödung der Massen. Und diese reichen Familien, meine Damen und Herren, die brauchen keinen Schießbefehl, die brauchen keine Mauer, die brauchen keine Stasi. Die haben den Stachelhalter durch die Köpfe der Menschen gezogen. Wenn Sie 40 Jahre lang den Wirtschaftsteil solcher Zeitungen gelesen haben, dann ist es auch zu spät. Das habe ich inzwischen begriffen. Ich sehe es den Menschen jeden Abend an. Ich kann doch gar nicht recht haben. Sonst müssen Sie ja zugeben, dass ich 40 Jahre lang für blöd verkaufen lassen und dafür noch Geld bezahlt habe. Beschäftigung durch Wachstum, kapitalgedeckte Altersversorgung. Mein Lieblingssatz ist Soziales, was Arbeit schafft. Da würde kein Mensch widersprechen. Ich würde sagen, Herr Buffala, wenn ich Ihnen Ihre Hackfresse mit einem Baseballschläger zertrümmer, schafft das im Krankenhaus jede Menge Arbeit. Aber die sind jetzt hier, die schlug der Stacheldraht. Kapitalgedeckte Altersversorgung, Zins und Zinseszinspolitik. Die Griechen müssen wettbewerbsfähig werden, damit sie uns die Arbeitsplätze wegnehmen. Perfektes System. Und in diesem System, meine Damen und Herren, wo Politik gemacht wird für die reichen 10% und die reichen Familien die Medien kontrollieren, in diesem Land ist die Merkel die ideale Kanzlerin. Weil die wird den Reichen selber nicht gefährlich. Die Merkel hat selber keine finanziellen Interessen, das glaube ich wirklich. Aber die interessiert sich ja überhaupt nicht für Politik.
Die ist einfach gerne Kanzlerin. Warum, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich aus demselben Grund, aus dem Til Schweiger gerne Schauspieler wäre. Dankeschön. Our movement is about replacing a failed and corrupt political establishment with a new government controlled by you, the American people. The Washington establishment and the financial and media corporations that fund it exist for only one reason: to protect and enrich itself. The establishment has trillions of dollars at stake in this election. For those who control the levers of power in Washington and for the global special interest, they partner with these people that don't have your good in mind. Our campaign represents a true existential threat like they haven't seen before. This is not simply another four-year election. This is a crossroads in the history of our civilization that will determine whether or not we, the people, reclaim control over our government. The political establishment that is trying to stop us is the same group responsible for our disastrous trade deals, massive illegal immigration, and economic and foreign policies that have bled our country dry. The political establishment has brought about the destruction of our factories and our jobs as they flee to Mexico, China, and other countries all around the world. It's a global power structure that is responsible for the economic decisions that have robbed our working class, stripped our country of its wealth, and put that money into the pockets of a handful of large corporations and political entities. This is a struggle for the survival of our nation. And this will be our last chance to save it. This election will determine whether we're a free nation or whether we have only the illusion of democracy, but are in fact controlled by a small handful of global special interests rigging the system, and our system is rigged. This is reality. You know it, they know it, I know it, and pretty much the whole world knows it. The Clinton machine is at the center of this power structure. We've seen this firsthand in the WikiLeaks documents in which Hillary Clinton meets in secret with international banks to plot the destruction of U.S. sovereignty in order to enrich these global financial powers, her special interest friends, and her donors. Honestly, she should be locked up. The most powerful weapon deployed by the Clintons is the corporate media, the press. Let's be clear on one thing. The corporate media in our country is no longer involved in journalism. They're a political special interest, no different than any lobbyist or other financial entity with a total political agenda. And the agenda is not for you, it's for themselves. Anyone who challenges their control is deemed a sexist, a racist, a xenophobe. They will lie, 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 and then again, they will do worse than that. They will do whatever is necessary. The Clintons are criminals, remember that. This is well documented, and the establishment that protects them has engaged in a massive cover-up of widespread criminal activity at the State Department and the Clinton Foundation in order to keep the Clintons in power. They knew they would throw every lie they could at me and my family and my loved ones. They knew they would stop at nothing to try to stop me. Nevertheless, I take all of these slings and arrows gladly for you. I take them for our movement so that we can have our country back. I knew this day would arrive. It's only a question of when. And I knew the American people would rise above it and vote for the future they deserve. The only thing that can stop this corrupt machine is you. The only force strong enough to save our country is us. The only people brave enough to vote out this corrupt establishment is you, the American people. Our great civilization has come upon a moment
of reckoning. I didn't need to do this, folks, believe me. I built a great company and I had a wonderful life. I could have enjoyed the fruits and benefits of years of successful business deals and businesses for myself and my family, instead of going through this absolute horror show of lies, deceptions, malicious attacks. Who would have thought? I'm doing it because this country has given me so much, and I feel so strongly that it's my turn to give back to the country that I love. I'm doing this for the people and for the movement, and we will take back this country for you, and we will make America great again. Keiner wagt es, das auszusprechen, aber ich werde nicht Ruhe geben. Und wenn mein Einsatz hier mich aussehen lässt wie ein Feind dieses Systems, das unter dem Vorwand der Menschenrechte finanzielle, geostrategische und neokoloniale Interessen verfolgt, dann soll es so sein. Dieses System loszustellen ist eine Pflicht, und das zu tun erfüllt mich mit Stolz. Und ganz ehrlich, ich entschuldige mich für den primitiven Ton meiner Rede. Aber fickt euch alle, ihr sogenannten guten Menschen vom linken und rechten Flügel und aus der Mitte, die ihr heute die Stiefel der korrupten Mächte leckt und die ihr Gefallen daran findet, euch über mich lustig zu machen. Fickt euch alle, ihr Führer, die ihr mit euren Bomben spielt wie Kinder auf dem Spielplatz. Fickt euch, die ihr vorgebt, Demokraten zu sein, während ihr nichts weiter als erbärmliche Kriminelle seid, und ich habe auch nicht viel Respekt für diese Journalisten, die die Frechheit besitzen, die Gegner dieser Politik als geistig Behinderte zu titulieren, obwohl sie eigentlich sehr wohl wissen, dass diese Gegner absolut recht haben. Zu guter Letzt verachte ich in höchstem Maße die, die glauben, die Könige dieser Welt zu sein und die uns ihre Gesetze diktieren. Ich stehe auf der Seite der Wahrheit, auf der Seite der Gerechtigkeit, auf der Seite der unschuldigen Opfer von Plünderungen um jeden Preis. Und aus diesem Grund habe ich mich entschieden, in aller Deutlichkeit diese Resolution abzulehnen, nach der unser Land Frankreich bei seiner neokolonialistischen Operation unterstützen soll. Sozialwidrig oder auch kriminell das Geschäftsmodell dieser Bank ist und ob sie dadurch irgendwann wieder in so viele Schwierigkeiten kommt, dass sie beim Staat die Hand aufhalten muss. Sie können das alles gar nicht erklären, weil es gibt dafür keine objektiven Gründe. Die einzige Erklärung ist Ihr fehlender Mut, sich mit den wirtschaftlich Mächtigen anzulegen. Wir sollen die Kriminellen endlich mal abschieben. Schluss damit, mit der Solidarität. Und diese Menschen aus den Kriegsgebieten, die sollen doch in reiche Ölländer gehen, wo sie hingehören. Doch nicht zu uns. Wir haben doch genug Elend bei uns selber. Viele Leute gehen zur Tafel, da ist einfach kein Geld da. Viele Kinder werden Weihnachten nicht beschenkt, weil die Eltern das Geld nicht haben. Daran wird nicht gedacht. Und die Politiker sollen mal Asylanten aufnehmen. Da werden sie mal sehen, was sie unserem Volk hier antun. Viele sind kriminell. Und die Akademiker, die sollten in ihrem Land bleiben, dort werden die nämlich gebraucht. Mal ehrlich. Die EU tut über die Köpfe der Bevölkerung entscheiden, statt zu unserem Volk zu halten. Wir wollen mitbestimmen. Wir haben den Kanal voll, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Und bringen Sie mal die Wahrheit und halten Sie mal zu dem Volk. Macht. Wo schwörst du? Wurde ein Asylantenheim eröffnet. 4 Tage waren einige Tunesier da und die Polizei war präsent, weil die schon geklaut haben. Was soll noch passieren? Handwerksbetriebe werden leer geklaut durch die offenen Grenzen. Die Grenzen müssen bewacht werden, verdammt nochmal. Die kleinen Leute betrifft das. Politiker, dort sollte mal geklaut werden, damit die mal wachgerüttelt werden. Die machen mit uns, was sie wollen. Ein Land, was Billionen verschuldet ist, kann nicht noch so wie Fremde auf. Der einfache Bürger kämpft um das Überleben, während die Profiteure, die reiche Oberschicht, sich nicht um uns kümmern. Schrieb mir vor kurzem eine 31-jährige Hochschulabsolventin, die heute bei Air Berlin als Flugbegleiterin arbeitet und selbst um diesen Job jetzt bangen muss. Wo ist denn die Lebensqualität geblieben, die jedem Menschen zusteht, fragt sie in ihrer Mail. Anstatt das Leben zu genießen, ist man ständig darauf bedacht, seine Arbeit nicht zu verlieren, denn in diesem heutigen Deutschland gibt es keine Garantien und keine Sicherheiten mehr. Soweit eine junge 31-jährige Frau, die ein Hochschulstudium absolviert hat. Und ein mittelständischer Unternehmer schildert mir in einer Mail,
wie ihm große Konzerne unter Ausnutzung ihrer Marktmacht die Luft zum Atmen nehmen. Er schreibt: Als Kind italienischer Einwanderer bin ich hier geboren und aufgewachsen, habe also Deutschland in einer Zeit erlebt, als noch alles möglich war mit ehrlicher Arbeit. Heute ist das anders. In einem konzerngesteuerten Land, wie wir es heute haben, gibt es keine Demokratie. Wie erklären? Das ist das Zitat aus der Mail eines Bürgers. Ich muss sagen, wie Sie reagieren, wenn man hier Stimmen von Bürgern und Bürgern vorträgt, das zeigt die ganze Arroganz Ihrer Politik. Und dann müssen Sie sich auch nicht wundern, dass Ihnen immer die Wähler weglaufen. Und ich muss auch sagen, wie erklären Sie einem ums Überleben kämpfenden Mittelständler, dass er für jeden Euro Gewinn mindestens 30% Steuern zahlen muss, während Konzerne wie Google, Apple und Facebook in Europa mit Steuersätzen von 0,005% verwöhnt werden? Oder wie erklären Sie einem hart arbeitenden Beschäftigten, dass schon ab einem Einkommen von 1.140 Euro ein Steuersatz von 24% fällig wird, während es die schwerreichen Erben von Milliardenvermögen nach Auffassung der Großen Koalition offenbar komplett überfordern würde, auch nur einen einzigen Euro Erbschaftssteuer zu zahlen? Oder wie erklären Sie es einem Kleinsparer, der sein mühsam Erspartes durch Bankgebühren und Niedrigzinsen wegschmelzen sieht, dass das Vermögen der 500 Reichsten in Deutschland um 9-10% jedes Jahr steigt und inzwischen den irren Betrag von 723 Milliarden Euro erreicht hat? Oder wie erklären Sie einer alleinerziehenden Hartz-IV-Empfängerin, dass von ihr bei sogenanntem sozialwidrigen Verhalten, und das liegt schon vor, wenn sie ein kleines Geldgeschenk für ihr Kind nicht angemeldet hat, dass dann neuerdings 3 Jahre rückwirkend alle Leistungen zurückgefordert werden können, während zum Beispiel das Management der Deutschen Bank, das allein seit 2009 Boni in Höhe von 24 Milliarden Euro eingestrichen hat, nie Gefahr läuft, auch nur einen Euro zurückgeben zu müssen, egal wie. Neunzig Berufe, die sind sogenannte Mangelberufe. Da kann sich jeder von außerhalb drauf bewerben. Und ich glaube, da machen wir noch nicht genug Propaganda dafür auswärts. Also wir müssten vielleicht nach Afrika gehen, wir müssen nach jetzt auch in die Balkanländer gehen und müssten sagen, passt auf, wenn ihr wenn ihr Ingenieur seid, wenn ihr Elektrotechniker seid, das sind alles Berufe, die sind alle Mangelberufe. Können Sie jederzeit legal von außen nach Deutschland kommen? Viele wissen das noch nicht. Wir haben auch die Nachzugsbedingungen für die Familien verbessert. Und das müssen wir auch noch mehr nach außen deutlich machen. Wieder mal eine Nacht mit zu wenig Schlaf, aber am Ende sind die Kanzlerin und ihr Vize offenbar zufrieden mit dem, was der Koalitionsgipfel zu später Stunde beschlossen hat. Etwa, dass bei der Flüchtlingshilfe aufgestockt wird um insgesamt 6 Milliarden Euro, davon 3 Milliarden Euro für die Länder und Kommunen. Wir wissen, dass wir schnell waren, als es darum ging, Banken zu retten. Und ich finde, wir müssen jetzt genauso schnell sein, wenn es darum geht, die notwendigen Maßnahmen zu treffen, damit Kommunen, Länder entlastet werden und die richtigen Rahmenbedingungen bekommen, um diese Herausforderung zu bewältigen. Der einfache Frieden. Es ist die Wahrheit. Unser Deutschland, das schönste und das beste Deutschland, das wir haben. Entscheidungen, die sie treffen, sind ausschließlich auf den persönlichen Machterhalt und die Bereicherung der Wirtschafts- und Finanzeliten gerichtet. Richtig oder falsch? Es ist noch viel schlimmer. Das, was Sie hier in den Bildern der Demonstrationen gesehen haben, ist ja ein Ausdruck für die langsam steigende Wut, den Zorn der Menschen, immer mehr Menschen, die erleben, dass sie in einem Wirtschaftssystem leben müssen, ein Wirtschaftssystem, das ausschließlich und allein den Kapitalinteressen dient. Etwas, was ihr zahlt weiter Steuern, damit die Großkonzerne keine zahlen müssen, während euren Kindern die Schultoilette unterm Arsch wegschimmelt, weil kein Geld für die Renovierung da ist.
Im Moment wird die Welt massiv und schnell ungerechter. Wir haben eine massive Vermögenskonzentration an der Spitze. Da entsteht wirklich eine neue Adelsschicht, die die Welt auf ihre Art beherrscht. Und das hat mit Verschwörung gar nichts zu tun, sondern mit Machtstrukturen. Und diese Vermögenskonzentration nimmt rapide zu. Also wir bekommen eine zunehmend ungerechtere Welt. Irgendwie gesehen. Und deshalb müsste ich bei den Banken, von der Deutschen Bank, die Blaupause für ihre Gesetze schreiben lassen. Das ist nicht die Demokratie. Die Demokratie verlangt, dass Sie das Fachwissen haben und, Sie, und nicht die frische Frage, ob der Teich ausgetrocknet werden soll. Wenn Sie sich eine Blaupause von der Deutschen Bank schreiben lassen, wie Ihr Gesetz